Klimawandel ist auch im Nationalpark angekommen. Das heißt, wir haben es auch hier mit entsprechenden Klimawandelfolgen zu tun. Das sind Witterungsextreme wie extreme Dürre, das sind Starkniederschläge im Sommer, aber dann auch wiederum Hitzeperioden in erheblichem Maße. Unterm Strich ist die Wasserversorgung auch hier im Nationalpark wesentlich geringer als in den Jahren zuvor. Die Bäume leiden Stress. Wir haben Untersuchungen, dass im Wurzelraum selbst in 60 cm Tiefe und drunter so gut wie kein Wasser mehr war über lange Perioden. Und das eigentlich seit 2018 nahezu ohne Unterbrechung bei uns. Das stresst die Bäume, das führt zum Absterben einiger Bäume, das führt aber auch zum Befall durch Borkenkäfer, der dann wiederum noch mehr um sich greift und größere Areale zum Absterben bringt. Der Klimawandel schwächt alle Baumarten, die auf hohe Niederschläge oder auch kühle Temperaturen angewiesen sind. Also insbesondere leidet bei uns in Deutschland die Fichte unter dem Klimawandel. Je größere Reinbestände nur aus einer Baumart wie der Fichte man hat, umso mehr muss man mit dem Risiko leben, dass diese Baumart dort abstirbt und dass dann, wenn aufgearbeitet wird, natürlich auch sehr, sehr große, kahle Flächen entstehen, die alles andere als ästhetisch sind und die auch, was die Ökologie betrifft, große Nachteile mit sich bringen. Das ist letztlich der Preis, den wir für den Klimawandel, den wir alle verursacht haben, mitbezahlen müssen. Die Landschaft verändert sich und wir werden hier in den nächsten 10, 20 Jahren eine Entwicklung haben, die zu anderen Waldtypen führt als das, was wir vorher kennengelernt haben. Für viele ist das ein Problem, dass die Heimat mit dem Bild, was sie von früh auf kennengelernt haben, in der sie aufgewachsen sind, sich verändern wird. Es ist aber nicht das Thema eines Nationalparks, es ist das Thema, was uns alle in Deutschland, alle, die irgendwo mit Klimawandelfolgen zu kämpfen haben, berührt. Nationalparke sind ein ganz wichtiger Baustein zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Ein ganz entscheidender Punkt ist Störungsarmut auf einer großen Fläche, eben nicht direkter menschlicher Einfluss. Das Gros der waldbezogenen Arten, die auf der roten Liste steht, finden sich in Nationalparken wieder. Und es gibt auch Untersuchungen aus älteren Nationalparken hier in Deutschland, die sehr klar belegen, dass viele Arten, seien es Vögel, insbesondere auch Pilze und Insekten, sich wieder einfinden, wenn man solche Entwicklungsstadien, die wir im Wirtschaftswald nicht kennen, zulassen. Ich bringe mir das Beispiel, wenn ein Höhlenbaum auf einer Fläche steht, mag das gut sein, mag das schön sein, aber wenn der dann mal bei einem Sturmereignis umbricht, ist er weg und das Umziehen fällt dann dem Vogel im Zweifel schwer. Hier in einem Nationalpark muss er nicht weit wandern und kann an anderer Stelle quasi einen neuen Wohnraum sich erschließen. Und es ist ganz wichtig, dass das eben nicht nur 3, 4, 5 Bäume sind, sondern auf großer Fläche auch vorkommt, einfach um den Arten auf Dauer einen kontinuierlichen Lebensraum vorhalten zu können. Dieser Baum hier ist vor etwa 3 bis 4 Jahren abgestorben und viele denken immer noch, von dem ginge eine Gefahr mit Blick auf den Borkenkäfer aus, dass hiervon nochmal weitere Borkenkäfer sich entwickeln und das Umfeld gegebenenfalls gefährden. Dazu muss man wissen, der Borkenkäfer lebt unter der Rinde des lebenden Baumes, des grünen Baumes und vermehrt sich dort. Man sieht hier beispielsweise das Fraßbild des Borkenkäfers, der unter der Rinde lebt. Dort findet die Eiablage statt, dort fressen dann die Larven in diesen typischen Gängen, die den Baum zum Absterben bringen und dann fliegt der Käfer raus. Wenn der Baum dann tot ist und keine Rinde mehr am Baum ist, dann kann auch kein Borkenkäfer mehr ausfliegen. Das heißt, dieser Baum ist mit Blick auf weitere Borkenkäfervermehrung keine Gefahr mehr. Ja, hier haben wir eine Fläche, wo vor mehreren Jahren schon der Borkenkäfer war. Diese Fläche ist insofern sehr interessant, als dass wir hier alles, was wir an Nährstoffen aus dem vorherigen Wald hatten, nun auch in den Folgewald mit übernehmen. Man sieht teilweise auch, Bäume sind bereits umgebrochen. Es ist ein regelrechter Verhau auf dieser Fläche. Der kommende Wald wird geschützt vom Vorgängerwald, dadurch, dass er noch weiterhin Schatten wirft.
dass das Holz, wenn es modrig wird, weiterhin Feuchtigkeit auf der Fläche hält, dass es einen Windschutz darstellt, dass es die Nährstoffe in den nächsten Wald mit hineinbringt. Und es bietet natürlich auch Lebensraum für ganz viele Pilze, Insekten, Vogelarten. Der Borkenkäfer neigt zu Massenvermehrungen. Aus einem Weibchen können viele tausend Nachkommen entstehen. Und je mehr reine Fichtenbestände man hat, umso mehr besteht natürlich dann auch die Gefahr, dass sich so etwas aufschaukelt und nachher wirklich eine Massenentwicklung greift, die ganze Waldareale zum Absterben bringt. Ein einzelner Käfer kann noch abgewehrt werden von einer Fichte, die harzt den dann zu. Aber wenn es zigtausende, Millionen sind, dann schafft das der Wald einfach nicht mehr. Wir haben eine Verpflichtung, dass aus dem Nationalpark keine Gefahr von Borkenkäfern in die Nachbarschaft herübergeht. Wir haben ein sehr gut ausgearbeitetes Waldschutzkonzept für den Randbereich des Nationalparks. In einem Streifen von bis zu 1000 Meter Tiefe schauen unsere Ranger regelmäßig, ob Bäume befallen sind und ob diese entnommen werden müssen. Wir melden das dann den Kollegen von Landesforsten und die entnehmen diese Bäume für uns quasi in Dienstleistung als Nationalpark. Wenn diese Bäume dann aufgearbeitet werden, entstehen auch bei uns im Nationalpark zum Teil große freie Flächen. So eine, auf der wir jetzt hier stehen, ist so ein Fall, wo wir vor 1 bis 2 Jahren Borkenkäferbefall hatten und am Ende dann alles aufgearbeitet wurde. Wir haben im Nationalpark teilweise viele tausend Festmeter, also Kubikmeter Holz aufgearbeitet zum Schutz der Nachbarwälder vor Borkenkäferbefall. Totholz ist im Nationalpark sehr wichtig, weil es, und deshalb ist der Begriff auch ein wenig irreführend, eigentlich ein Lebensholz ist, ein Biotopholz. Es ist der Ansatzpunkt für sehr viel neues Leben, was entstehen kann auf diesen Stämmen, die langsam aber sicher dann vermodern. Wir stehen hier vor einer Fichte, die vor 3-4 Jahren umgestürzt ist, schon während der Zeit des Nationalparks, und die wir bewusst haben liegen lassen. Was man aber ganz toll sieht an diesem Baum, er ist im Grunde genommen von einem noch intakten Holzstück bis zu einem modrigen Teil in der Krone ein durchgängiger Zeitzeuge für den Wandel im Wald, wie weit Holz vermodert, wie schnell das geht. Und das ist ein Prozess, der sehr schnell bei unseren Baumarten wie Fichte, aber auch Buche läuft. Viele fürchten ja, dass von liegendem Totholz, aber auch stehendem Totholz eine große Brandgefahr ausgeht. Wenn man sich diesen Stamm anschaut, dann ahnt man, dann sieht man förmlich, welchen Anteil an Feuchtigkeit dieses Holz bereits speichert. Jeder, der bei sich zu Hause Brennholz zu lange liegen lässt, stellt auch irgendwann fest, dass es nicht mehr tauglich ist. Und genauso ist es bei den Bäumen im Wald, die auf dem Boden liegen, die Feuchtigkeit anziehen, die vom Moos überwachsen werden, die gleichzeitig Keimbett für neue, nachwachsende Bäume sind. Es ist eine wirkliche Gewinnsituation für einen Folgewald, und die Sorge, dass dieser Baum nun anfängt zu brennen und eine Riesengefahr dasteht, ist völlig unbegründet. Das Gebiet ist nicht so groß, als dass man hier Feuer uneingeschränkt laufen lassen könnte. Also ganz klar die Aussage, wir werden löschen im Nationalpark. Und wir haben das mit unserem veröffentlichten Wegeplan auch sehr gut ausgelotet. Wo müssen wir hinfahren können? Wo wollen wir Parkmanagementwege weiterhin vorhalten, damit Feuerwehren, Rettungsdienste auch diese jeweiligen Punkte erreichen können? Wir haben alle unsere Wege digitalisiert und auch den Wehren zur Verfügung gestellt. Wir haben mit den örtlichen Feuerwehren Routen ausgearbeitet, wie welche Punkte künftig angefahren werden müssen. Wir haben sämtliche Wasserentnahmestellen, seien es Hydranten, seien es kleine Teiche und Tümpel im Nationalpark, kartiert, mit entsprechenden Daten versehen und zur Verfügung gestellt. Wir haben mit den Feuerwehren gemeinsam auch diese Bereitstellungsräume ausgeschaut. Das heißt, wo müssen Autos erstmal warten, damit kein Verkehrsstau, kein Chaos im Wald entsteht im Brandfall, sondern man gezielt ausrücken kann zu den jeweiligen Punkten. Wir haben auch bereits 2 Übungen durchgeführt, wo wir Zug um Zug den Fall, falls es mal brennen sollte, auch
trainieren, üben, um darüber auch ein Stück weit Routine zu bekommen und Sicherheit zu bekommen. Ein ganz wichtiger Baustein der naturnahen Waldbewirtschaftung ist es, auch Elemente eines Naturwaldes zu integrieren. Das sind einzelne Biotop- oder Horstbäume beispielsweise. Das sind Biotopbaumgruppen, die man regelmäßig stehen lässt, oder auch ganze Waldbestände, die aus einer Bewirtschaftung herausgenommen werden. Diese ergänzen sich sehr wohl mit dem Nationalpark dahingehend, dass der Nationalpark ein großes, zusammenhängendes, störungsarmes Gebiet ist, in dem auch Wege zurückgenommen werden, wo wirklich Ungestörtheit Natur Natur sein lassen auf großer Fläche walten kann. Der Nationalpark dient somit als Rückzugsgebiet für Arten, gleichzeitig aber auch als Quellraum. Aus dem Nationalpark sollen auch diese Arten sich wieder ausbreiten. Und das können sie natürlich nicht auf der Autobahn machen, sondern sie brauchen Trittsteine in den übrigen Wäldern. Man sieht das hier bei uns im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auch sehr schön. Wir erstrecken uns ja über die Höhen des Hunsrück, sodass wir hier ein ganz wichtiges Bindeglied sind zwischen der Situation auf saarländischer Seite über den Soonwald bis zum Rhein hinunter.